Hallo, da seid ihr endlich wieder. Schaut mal, das hier ist die Sig Sauer P320. Die P320, ja, da gibt es auch eine Schrägschussversion, die hatten wir schon mal. Die benutzt ja auch die Streitkräfte in Amerika, nicht die Deutschen. Die Sig Sauer Firma in Eckernförde, der deutsche Hersteller, der ist nicht mehr hier. Die Waffen werden in Amerika gebaut und die Waffen wurden auch schon vorher in Amerika gebaut. Nicht nur jetzt. Das ist im Endeffekt ein Polymergriffstück, etwas untypisch für Sig Sauer. Sig Sauer ist bekannt für seine kompletten Stahlwaffen gewesen. Seit 5 Jahren, würde ich jetzt behaupten, machen die P320, ich glaube sogar länger, ist doch scheißegal. Die gibt es halt, die sind gut, boah, auch wenig, egal. Die Waffe gibt es, die ist schön, Schrägschusswaffe. Das ist jetzt die Airsoft-Version. Hier könntet ihr Red Dots montieren, Leuchtpunktvisiere. Das ist die in FTE. Und seit kurzem gibt es die Waffen auch in Schwarz. Ich habe gerade Waffen gesagt. Seht mal her. Es gibt einmal die Sig Sauer P320 M17. Und dann gibt es auch noch die M18. Die P320, da gibt es verschiedene Modelle, im Scharfen zumindest. Da gibt es die X5, es gibt dort die P320 Classic, es gibt die P320 Compact, die P320 Full Size und was auch immer. Aber die Software-Versionen werden nicht von Sig Sauer hergestellt, die baut VFC. VFC ist ein bekannter Airsoft-Hersteller, die machen das auch gar nicht mal so schlecht. Moment. So, geht doch. Schaut, das wäre hier die P320 Compact. Die hat das Standardmagazin. Dann gibt es die P320 M17. Die hat einen verlängerten Magazinboden oder eher Magazin. Das Magazin geht komplett durch. Das sind die gasbetriebenen. Die Waffen gibt es auch in CO2-Antrieb. Mit CO2-Antrieb. Die P320 M17 in FTE oder in RAL 8000, die wird zum Beispiel mit CO2 oder mit Gaskapseln betrieben. Da gibt es beide Versionen. Also ihr könnt die Waffe standardmäßig mit einem Gasmagazin oder CO2-Magazin kaufen. Die schwarze, die sind jetzt recht frisch, die gibt es erstmal nur mit Gasmagazinen. Ob es die mit CO2-Magazin geben wird, zweimal dürft ihr raten, wahrscheinlich ja. Aber noch sind die nicht da. Wir gucken mal, ob die untereinander kompatibel sind. Ja, sind sie, warum auch nicht, ist der gleiche Hersteller, ist in dem Sinne fast die gleiche Waffe. Das Griffstück ist auch identisch, also ihr könnt bei der M18 auch die Magazine von der M17 reinsetzen. Und auch dann funktioniert die Waffe. Wir haben jetzt kein Gas drin. Aber klappt auch so. Ja, der Blowback ist schon mal ganz in Ordnung. Beide Waffen haben auch Blowback. Die haben um die 1 Joule. Wir werden die Waffen aber in einem anderen Video ausgiebiger testen. Das machen wir aber später in einem anderen Video. Bis dahin, bleibt dran, lasst einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Tschüss.